Herzlich willkommen bei AutorInnen im Gespräch und heute aus der heimlichen Krimi-Hauptstadt Deutschlands und das ist Köln. Und bei mir ein Stern am Kölner Krimi-Himmel, die Autorin Isabella Archan. Hallo und hallo. Und herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns dabei bist. Sehr, sehr gerne. Warum lädt Köln oder auch die daran angrenzende Eifel denn so sehr zu Mord und Totschlag ein? Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es daran, dass der Kölner, also die, die in Köln geboren und aufgewachsen sind, an und für sich so fröhliche Menschen sind. Ich brauche ja nur den Karneval zu erwähnen und dann braucht es so ein bisschen das Gegenteil. Und was ist jetzt das Gegenteil von Spaß haben und fröhlich sein? Mord und Totschlag und gruselige Verbrechen. Vielleicht hat das etwas damit zu tun. Wobei man dazu sagen muss, es gibt auch einige dunkle Orte in Köln und es gibt vor allem in der Eifel. Ich finde, die Eifel ist auch sehr, sehr passend für Verbrechen. Wobei ich komme ja aus einem viel düstereren Land als Köln. Wollte ich mal kurz sagen, du bist ja quasi eingebürgerte Kölnerin. Wahlkölnerin, ja. Wahlkölnerin. Ja, wie das so schön heißt. Aber eigentlich bist du Österreicherin. Ja. Und bist auch immer noch Österreicherin? Bin ich immer noch, habe ich auch vor zu bleiben. Ich bin da geboren und aufgewachsen in der wunderschönen, aber auch da dunklen Steiermark mit ganz viel dunklem Wald, wo sich wunderbar Leichen verscharren lassen. Und ich liebe Österreich immer noch. Meine Familie ist noch dort. Ich bin dort auch 2-3 Mal im Jahr und finde Österreich ein wunderbares Land. Aber es ist durch berufliche und private Umstände ist es dann Köln geworden. Und hier lebe ich sehr, sehr gern und fahre nach Österreich und lasse mich dort auch inspirieren. Wenn man deine Bücher liest, dann lernt man auch einiges über Graz und die Steiermark kennen. Nicht nur. Vor allem die Alpenkrimis, die sind ja so, die laufen quer durch Österreich. Da ist Salzburg dabei, da ist Wien dabei, da ist die Wachau mit dabei. Kufstein, Tirol, Innsbruck. Berge, idyllische Seen, wunderbare Orte, aber eben auch alles sehr, sehr mörderisch. Ja, und zwar auch gerne in der Kombination mit Köln. Also du schaffst auch in deinen Büchern ganz schön den Bogen immer zwischen diesen beiden Gut, Orten. Gut, die Bücher haben natürlich was mit mir zu tun. Mhm. Und ich bin ja eben ein Kind, das aus Österreich auszog, um in Köln das Fürchten zu lernen, wenn man es so will. Und dadurch ist der Brückenschlag immer mit dabei. Es hat immer etwas mit Nordrhein-Westfalen, Köln zu tun. Auch zum Teil ein bisschen mit dem Saarland, weil ich da auch einige Zeit gelebt habe. Und Österreich. Österreich ist immer der Hauptverbrechensort und dann zieht es den einen oder anderen nach Köln, zu Köln, wie auch immer es wechselt. Ursprünglich hast du dir den Beruf der Schauspielerin gewählt. Das war noch in Österreich, oder? Das war noch in Österreich. Das war mein Beginn. Das ist schon ewig her. Ich bin nach dem Abitur, Matura heißt das in Österreich. Die Reife, genau. Wobei ist dann die Frage, aber bin ich direkt ans Grazer Schauspielhaus? Ich habe quasi so nebenbei die Schauspielausbildung noch gemacht und das Diplom abgelegt und habe am Grazer Schauspielhaus begonnen, bin dann vom Grazer Schauspielhaus nach Wien, ans Wiener Volkstheater, von dort in die Schweiz. Auch ein toller und wunderschöner Ort, Stadttheater Luzern, habe ich einiges gespielt, um dann in Saarbrücken, dort am Staatstheater im Saarland eben zu landen. Das war dann der erste Gang nach Deutschland. Das war der erste Gang nach Deutschland und da habe ich auch rauf und runter die ganzen wirklich großartigen klassischen Rollen, Komödien, moderne Stücke gespielt. Das war eine großartige Zeit. Und von Saarbrücken hat es mich dann nach Köln verschlagen, weil ich dann raus aus dem festen Ensemble quasi bin, nicht mehr fix am Theater, sondern freiberuflich angefangen zu arbeiten. Und da war Köln das richtige Pflaster. Du hast dort auch schon direkt Filmangebote bekommen, oder? Ich habe, also seit ich in Köln lebe, habe ich immer mal so kleinere, mittlere Rollen gedreht, war mal im Kölner Tatort mit dabei, ein Fall für die Anrainer, dann natürlich die Lindenstraße, da bin ich wieder mal aufgetaucht. Ja, das fand ich ja herrlich, weil ich meine, Lindenstraße haben wir ja damals alle ein bisschen geschaut. Hier schweben die Mücken. Ja. Es wird schon Sommer. Ein idyllischer Ort und die Mücken kommen. Ja, also die Lindenstraße. Ja.
Wie spielte man denn, also wie war denn das Ensemble in der Lindenstraße? Warst du da gerne? Ja, total gerne. Ich habe auch da immer nur einen kleinen Part gehabt, der immer wieder mal aufgetaucht ist in den letzten Jahren, bevor es dann vorbei mit der Lindenstraße war. Ich war Frau Dr. Busch, eine Fruchtbarkeitsspezialistin. Und habe dann immer nur mit einem kleinen Teil des Ensembles zu tun gehabt. Okay. Aber die ich kennengelernt habe, das war klasse. Und das ist so eine Institution gewesen. Das war eine Ehre, dass man dort überhaupt mitspielen durfte. Wie viele Jahre gab es die Lindenstraße? 30 oder sogar länger oder 40, ich weiß es gar nicht. Tatsächlich, über 30 Jahre. Also da wurden ja kleine Kinder groß mit der Lindenstraße. Ja. Ich weiß gar nicht, wie lange die gelaufen ist, aber doch sehr, sehr lange. Ich glaube, es haben auch echt Leute geweint, als die Lindenstraße jetzt aufgegeben wurde. Auf jeden Fall, das war ja ein Fixpunkt. Und in dieser Freiberuflichkeit, das ist oft so, dass man manchmal sehr, sehr viel zu tun hat, wirklich viel, und dann wieder kommt so eine Nullzeit, eine Auszeit, wo einfach nichts passiert. Kreative Auszeit. Ja, man muss sagen, manchmal auch Zwangspause, weil sich einfach keine Angebote ergeben. Das ist auch so, aber es gibt nie ein Mittelding. Nee, ich meine, du hast deine Zwangspausen kreativ absolut genutzt. Richtig. Weil oder? Da dachte ich dann, hör mal, du wolltest immer schon schreiben, Isabella. Das wollte ich tatsächlich schon die Jahre davor, ist sich aber zeitlich nie ausgegangen am Theater. Und dann dachte ich, jetzt oder nie. Und habe eben angefangen mit Kurzgeschichten. Ja. Und ich erzähle das immer gern. Am Ende war immer einer tot. Und dann dachte ich, okay, ich glaube, ich tendiere zum Krimi. Und dann wurden aus den Kurzgeschichten wurden Kurzkrimis. Da habe ich dann dort und da veröffentlicht in Anthologien. Und daraus entstand dann mein erster Kriminalroman. Und dann nahm mein Leben eine Wendung, wie das immer so schön heißt. Ja, du sagst, am Ende ist immer einer tot in deinen Kurzkrimis. Ich habe dich über deine Kurzkrimis kennengelernt. Stimmt, und zwar noch genauer durch die Anthologie Wegwurscht und Mord aus dem Ingelheimer Leinpfad Verlag, den ich ja sehr liebe. Dort las ich deine Kurzgeschichte Candlelight Dinner. Genau, genau. Und die fand ich klasse. Hinreißend, perfekt. Und gruselig. Auf den Punkt. Und wirklich hart. Ja, die ist wirklich gruselig. Wirklich das hart. Stimmt. Gruselig ist schon fast, aber auch die Motive geben sich die Hand. Also es ist, ich war total fasziniert. Habe damals sofort bei dir angefragt. Isabella, darf ich diese Geschichte lesen? Und du hast sofort gesagt, aber gerne. Ja, super. Super. Auf jeden Fall. Ich habe mich riesig gefreut. Habe dann auch für den Adventskalender mir noch mal ein Klingglöckchen bei dir ausgeliehen. Auch ganz ein bisschen böse, makaber, auch ganz böse. Und habe festgestellt, also so schreibst du. Dieses bitterböse, aber gleichzeitig auch humorvolle. Also man muss auch immer ein wenig lachen. Ich finde das auch wichtig. In jedem Krimi natürlich kommt Mord und Verbrechen und Serienkiller und Serientäter und Psychopathen vor. Aber dieses Stückchen Humor, was immer drin sein muss, finde ich, vielleicht ist es auch meine österreichische Seele, das muss man dazu sagen. Wir haben auch diese herrliche Mischung. Doch, das morbide Österreich. Ja, doch, das morbide Österreich. Wir haben schon so ein bisschen diese Mischung zwischen Tod und Humor. Und diese Verbindung, die mag ich total. Die ist mir auch als Schauspielerin immer zu eigen gewesen. Immer so mit einem leichten Augenzwinkern. Und dass man bei all dem Schrecken, den man vielleicht liest, dazwischen aber auch wirklich mal vielleicht sogar herzhaft lachen kann. Warum nicht? Ja, also aus deinen Kurzkrimis ist mehr geworden, nämlich mittlerweile 12. Ja, genau. 12 Kriminalromane. Ja, stimmt, jetzt ist der 12. rausgekommen. Ja. Ich habe gerade nachgezählt. Also du hast nicht 12 unterschiedliche Kriminalromane hintereinander geschrieben, sondern du hast begonnen mit einer Krimireihe. Stimmt. Die Inspektorin Villa Stark. So ist es. Villa Grazerin. Grazerin wie ich. Aber kommt über Europol nach Köln und löst in Köln wirklich gruselige Fälle. Also schon der erste Fall, Helene geht baden. Das ist so spannend. Das ist selbst so spannend, dass ich beim Schreiben Gänsehaut bekommen habe. Unglaublich. Ernsthaft? Ja, ganz, ganz ernsthaft. Aber hat eben auch schon da den österreichischen Humor, weil Villa ging es wie mir. Ich bin ja auch quasi von Graz, vielleicht über den Umweg Wien-Schweiz, aber nach Deutschland gekommen und nach Köln gekommen und musste mich hier erst einleben. Und das war bei Villa genauso. Auch so ein bisschen sprachlich, Tomatenparadeiser, Erdäpfel, Kartoffel und das muss die Villa auch. Und
alle meine Figuren, vor allem die Hauptfiguren, die haben so ein Stückchen von mir. Und aus diesem Helene geht baden wurde dann eine ganze Reihe, eine Krimireihe. Das sind inzwischen vier Fälle von der Villa Stark erschienen im Conte Verlag. Und dann ging es eigentlich schon weiter mit dem Emmons Verlag. Ja. Es ging Schlag auf Schlag, kann man sagen. Also es ging tatsächlich Schlag auf Schlag, denn du hast mit der, ich glaube, der erste Villa Stark Roman kam 2012 heraus. 2014 und seitdem sind 8 Jahre vergangen. Ja. Oh mein Gott. 8 Jahre, 12 Romane. Ja, ich war fleißig, oh ja. Aber wirklich. Und dann hast du aber, und das finde ich erstaunlich, dann hast du, glaube ich, nach 3 Villa Starks, warum auch immer, beschlossen, du beginnst jetzt deine Serie um die Zahnärztin. Die hat einen ganz besonderen Namen. Sie heißt. Die heißt Dr. Leocardia Cardiff. Leocardia Cardiff, genau. Ja, Dr. Leo genannt. Dr. Leo. Und die hast du dann, also du hast quasi deine Zahnärztinnen dazwischen geschaltet? Ja, es wurde dann so eine Mischung. Weil ich hatte so das Gefühl, nach diesen doch sehr düsteren Krimis mit Villa Stark, habe ich mal noch mehr Humor gebraucht. Okay. Und ich schreibe immer so ein Buch nach dem anderen natürlich fertig. Aber von der Thematik her oder von den Figuren her habe ich dann ganz gern den Wechsel. Und so wurde nach Villa Stark oder zwischen Villa Stark Dr. Leo geboren, wenn man das so sagen möchte. Und das ist eine Kölner Zahnärztin, die tatsächlich mit zahnärztlichen Methoden auf Verbrecherjagd geht. Sehr, sehr lustig. Und sie hat eine Besonderheit, nämlich ähnlich auch, also eigentlich haben alle deine weiblichen Figuren diese Besonderheit, sie sind so ein bisschen schräg. Die ist Zahnärztin, hat eine Spritzenphobie. Genau. Warum sie auch regelmäßig zu ihrem Psychotherapeuten, zur Gesprächstherapie geht. Und das machen auch deine Figuren ganz gerne. Da fühlen wir uns natürlich auch alle hier Österreich so ein bisschen an die ganze Psychoanalyse erinnert. Und an den Herrn Freud. Ich finde es interessant, dass deine Figuren eben nicht so ganz taffe, geradlinige Leute sind, sondern das sind Menschen mit ihren Ecken und ihren Mängeln, und die magst du. Absolut, und vor allem auch mit ihren Merkwürdigkeiten. Das finde ich doch so toll. Das macht doch das Menschsein aus, dass jeder von uns so seine Eigenheiten, nenne ich das jetzt mal, hat. Das macht Menschen manchmal anstrengend, aber auch liebenswert. Ja. Ich finde, zu beiden Teilen. Und wenn man sich so umsieht, und auch als Schauspielerin ist man es gewohnt zu beobachten, schon allein für die Rollendarstellung zuzuhören, Gesprächen zuzuhören, Charaktere sich genau anzugucken, auszuloten. Und das mache ich natürlich dann als Autorin genauso. Ja. Und jeder ist ja ein ganzes Paket, muss man sagen. Und diese Mischung aus Charaktereigenschaften, Eigentümlichkeiten, manchmal vielleicht auch Neurosen, die wir alle auch ein bisschen in uns tragen. Das macht auch die Fülle, finde ich, einer Figur aus. Und das macht auch das Menschliche der Figuren aus. Egal, ob das jetzt die Zahnärztin Dr. Leo Cardiff ist, ob das Inspektorin Villa Stark ist oder ob das dann, wir werden ja dahin kommen, die Mitzi ist, Maria Constanze Schlager in der Alpenkrimi-Reihe. Genau. Wir haben 4 Mörder-Mitzis mittlerweile. So wird sie genannt, Die Mörder-Mitzi auch eigentlich deutet schon hin auf einen tragischen Unfall, den die kleine Mitzi in ihrer Kindheit mitnehmen musste. Man denkt immer, Mörder-Mitzi, sie selbst wäre mörderisch, aber das stimmt gar nicht, sondern sie hat diesen bösen Spitznamen, muss man schon so sagen, abbekommen. Sie hat ihn bekommen mit 7. Da ist ihr ein schreckliches Unglück widerfahren durch einen Unfall, durch ein ein Versehen, muss man fast sagen, hat sie ihre Eltern und ihren kleinen Bruder verloren bei einem Feuer, einer Explosion. Und als Mädchen damals war sie nicht ganz unschuldig an diesen Ereignissen, obwohl sie es total gut gemeint hat, aber es ist eben ein Unglück daraus entstanden. Und da hat sie mit 7 Jahren schon zu dieser ganzen Tragödie dazu diesen Spitznamen Mörder mit sie abbekommen. Und das ist ihr auch geblieben. So tragisch hast du eigentlich die Figur angelegt, deren Reihe du gerade fortsetzt. Ja, tragisch, aber zugleich finde ich eben auch unglaublich liebenswert, weil diese riesige Tragödie in ihrer Kindheit macht sie zwar zu einer eigentümlichen und eigenbrötlerischen Hauptfigur und Erwachsenen, aber mit einem umso größeren Herzen, würde ich jetzt mal sagen. Dadurch, dass du deine Figuren so genau
beschreibst. Und du beschreibst nicht nur deine Protagonisten so genau, sondern auch Nebenfiguren und auch die Antagonisten. Und du beschreibst sie nicht nur, sondern du lässt deine Leser auch in deren Perspektive rutschen. Ja. Wir dürfen auch deren Gedanken teilweise zumindest mitdenken und wir können nachempfinden. Wir können nicht immer verstehen, das ist klar. Wir verstehen nicht, warum man, wenn man das und das und das erlebt hat, im Anschluss morden muss. Das wäre ja schrecklich. Aber man kann nachvollziehen, warum diese Figur mit ihren Veranlagungen in dem Moment so gehandelt hat. Und es tut einem auch der Täter ein bisschen leid. Und ich glaube, das möchtest du auch. Ja, ich Verständnis, ja, geht natürlich nur bis zum gewissen Punkt. Ja. Weil es ist immer klar, Verbrechen geht gar nicht. Geht selbst gar nicht. Wenn ich über Krimis und Verbrechen und alle möglichen Formen des Verbrechens schreibe, geht gar nicht. Aber ich finde, als Autorin ist das ein Privileg, dass man die Möglichkeit hat, sich bei der Recherche oder auch wenn man die Figuren erfindet, sich in diese Charaktere hineinzuversetzen. Das ist auch ein Stückchen Schauspielerei. Wollte gerade sagen, das kommt aus meinem Erstberuf, wenn man das so will. Ja. Dass man sich eben überlegt, was treibt diesen Menschen an? Warum ist er so geworden? Wieso denkt er, er muss so handeln und handelt dann eben auch so? Und ich finde das spannend. Ich finde das unglaublich, auch für mich, wenn ich schreibe oder eben mir diese Figuren erarbeite oder ausdenke, wenn man so möchte, da so einen Einblick zu erhalten in diese Seelen, auch in die gebrochenen Seelen. Weil auch die Mördermitzi ist eigentlich eine gebrochene Seele, die sich aber anders entschieden hat, die einen positiven Weg geht, wobei sie allerdings natürlich immer noch das Mörderische anzieht und die bösen Buben dieser Welt, sage ich immer, die möchte sie gern bekehren. Die wird sie gern auf den richtigen Weg zurückbringen. Aber ganz besonders schön sieht man das bei dem ersten Roman. Ja, die Alpen sehen und sterben. Die Alpen sehen und sterben. Da hat man sogar das Gefühl, sie ist mal kurzfristig hin und her gerissen, welcher Seite sie sich anschließen soll. Ja, man kann sich im Leben immer entscheiden. Man kommt ja immer an so einen Punkt, wo man sagt, gehe ich jetzt in oder gehe ich zur dunklen Seite der Macht, wenn man so will, um mit Krieg der Stärke zu sprechen. Das fragt sie sich auch ganz klar. Oder bleibe ich auf einem rechten Pfad, der vielleicht schwieriger ist und mich vielleicht auch manchmal trauriger macht, aber wie ich finde, der richtigere Weg ist und den geht natürlich Mitzi. Den würde ich ja auch gehen. Also die Mördermitzi hat 4 Fälle bereits hinter sich. Ja. Beziehungsweise eigentlich gibt es sogar mehr Fälle, weil es ja pro Roman nicht immer nur einen Fall gibt. Nein, es gibt immer mehrere Tote. Es gibt immer mehrere Tote bei dir. Aber der neueste Roman, und das jetzt nur am Rande, ist vor 2 Wochen erschienen. Ja. Das muss ja ein bisschen gefeiert werden unbedingt. An der Stelle. Auch. Eigentlich müssten wir jetzt Champagner öffnen, also das unbedingt. Können wir später dann noch tun. Im Emmons Verlag, mit dem du vorher schon gearbeitet hast, bei der Zahnärztin. Bei Dr. Leocadia Kadif, da haben wir Tote haben keinen Zahnweh. Ja. Auch Killer am Karies, ich liebe diese Titel. Der Tod bohrt nach. Der Tod bohrt nach. Es ist eine Trilogie geworden. Ich mag das total gern. Und ein Thriller ist auch schon bei Emmons erschienen, das ist Schere 9. Der hat sogar, schließt so ein bisschen an den ersten Mördermitzi-Teil dann. Ich nehme nämlich auch gern Figuren, die in dem einen Roman eine Rolle spielen, oft gern mit in den nächsten. Das mag ich auch sehr gerne. Aber jetzt muss ich mal fragen, wie kommt das denn? Du schreibst an der Mitzi. Und dann überlegst du dir, tolle Figur, mit der habe ich noch ganz viel vor, aber jetzt muss ich mal gerade unterbrechen und mir einen Thriller ausdenken über Heinz Baldur, der auch in Frankfurt spielt. Das kommt eben daher, was ich am Anfang schon mal erzählt habe, ich schreibe einen Roman fertig und dann habe ich manchmal, ich weiß zwar dann schon, okay, wie geht's weiter, wie sieht der nächste oder übernächste Fall sogar aus. Also ich sage immer, ich habe mal so das Gefühl, ich trage so ganze Berge in meinem Kopf, die voll sind mit Ideen, aber ich lüfte dann gern aus und auslüften heißt für mich immer, es kommt eine neue Figur dazu, es kommt eine neue Geschichte dazu und ich wechsle auch manchmal gerne ab. Das ist ja auch das Spannende. Dann hängt man nicht nur an einer Figur, sondern man hat eben mehrere und man ist wirklich umgeben von seinen verschiedenen Hauptfiguren und kann immer mal dort mal da zugreifen, denn nicht jeder Fall, der mir so einfällt, oft beim Spazierengehen im Stadtwald übrigens, wenn ich hier flaniere, mordsflaniere sozusagen, dann ist es tatsächlich so, dass ich denke, okay, der Fall könnte besser zur Mitzi passen und der andere vielleicht zu Villa wieder oder vielleicht wird es irgendwann sogar auch nach der Trilogie nochmal was über die Zahnärztin geben, man weiß es nicht. Oder es gibt eben ganz sogar wieder einen ganz, ganz neuen
Kommissar, Inspektor, je nachdem, in welchem Land er angesiedelt. Und was mich da vor allen Dingen erstaunt hat, zum ersten Mal hast du einen männlichen Protagonisten geschaffen. In Ja, der Schere mit 9. Heinz Baldur, Mit das Heinz stimmt, ja. Baldur. Da habe ich einen männlichen Protagonisten geschaffen, hat mir auch großen Spaß gemacht, wobei viele der großen, wichtigen Nebenfiguren natürlich auch immer Männer sind. Ja. Es ist nur bei der Mördermizi zum Beispiel, da sind es zwei Frauen, hatte ich auch vorhin vergessen zu erzählen. Es ist ja nicht nur die Mizi, die Maria Konstanze Schlage, die könnte selbst nicht so viel polizeilich unternehmen. Die hat nämlich eine beste Freundin und die ist da drinnen die Inspektorin. Die ist eine junge Inspektorin aus Kufstein, aus Tirol. Inspektorin Agnes Kirschnagel. Wunderbarer Name. Wunderbarer Name. Auch die habe ich innigst ins Herz geschlossen. Ja. Und die Mizi und die Agnes, die haben sich eben bei einem Mordfall getroffen und sich angefreundet, obwohl sie so unterschiedlich sind. Ja. Und alles, was die Mizi aufspürt, könnte man sagen, das muss natürlich die Agnes dann in polizeiliche Bahnen bringen und juristisch richtig regeln. Ja. Weil Mizi könnte nicht verhaften und Mizi könnte natürlich keine DNA-Probe erstellen lassen oder Fingerabdrücke nehmen Klar. lassen. Also ermitteln tut Agnes, aber vorangehen und die Mörder aufspüren, ja, kann man schon so sagen, mit ihrer Spürnase, das tut die Mizi. Und der Mizi passieren auch die merkwürdigen Dinge, weil die Mizi Ja. natürlich auch mit einem ganz anderen Blick durch die Welt geht. Sie ist ja ein bisschen naiv, also so eine bisschen naive Ja, Figur, ja. die so anders über die Dinge denkt und auch anders an andere Menschen herantritt, als das Agnes als gestandene Inspektorin täte. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, die beiden tun sich gegenseitig echt gut. Ja, das Ja. schreibst du auch immer wieder ganz schön, weil man ja denkt, die Mizi ist jetzt so ein bisschen aufgehoben, da freut man sich, weil Ja. ihre Großmutter, sie ist bei ihren Großeltern aufgewachsen, die sie sehr liebevoll nach diesen ganzen Ja. Katastrophen haben groß werden lassen und auch mit dem ein oder anderen ja, Teenager-Fehlverhalten sehr locker umgegangen sind. Also tolle Großeltern, aber jetzt, der Großvater war gestorben und Ja, und jetzt jetzt hatte auch die Oma leider die Demenz und ist Großmutter. jetzt auch Ja, tot. ja. Also Mizi ist Also, jetzt, außer Agnes hat sie wirklich niemanden. genau, und deshalb hat man ihr Agnes ganz, ganz dringend gewünscht, aber du, dadurch, dass wir ja auch Agnes gut kennenlernen, wissen wir, dass Agnes sehr viel an Mizi denkt und auch in Notsituationen sich Mizi herbeisehnt. Und das gefällt mir. Also Mizi ist nicht mehr die Einzige, die Hilfe braucht, sondern du machst auch deutlich, ja. die Auch so anderen eine taffe auch. Polizistin wie die Agnes braucht Ja. auch manchmal Hilfe. Vor allem in die Mördermizi und der Sensenmann. Da Genau. gibt es einiges, was Agnes an Hilfe braucht. Denn die kommt da in eine ganz schön, man muss fast sagen, lebensgefährliche Situation. Mehr Ja. wollen wir nicht verraten, aber Nein. das wird schon, Und es ist wirklich schlimm. super Ja. spannend Ja. bis zum Schluss. Ja, das fand ich selbst beim Unglaublich. Schreiben. Ich Boah. Wusste bis zum Schluss auch nicht so wirklich, wer der Mörder ist. Wer der Mörder ist schon, aber wie es dann ausgeht. Also ich Ja. habe so ein paar Mal das Gefühl, das könnte auch so ganz, ganz schlimm werden. Und ja. Also du hast ja so hier und da mal kleine Andeutungen gegeben, hast auch im Grunde einen Hinweis eingeflochten, das muss ich mal an der Stelle sagen, weil wenn ihr das Buch lest, vielleicht lest ihr es so aufmerksam, dass ihr den Hinweis auch erspürt oder erlest, denn es gab diesen Hinweis und ich habe dabei dann natürlich permanent gedacht, was war das denn, das muss ja da gestanden haben, was kann es denn gewesen sein? Und am Ende war es natürlich klar. Ja. Ja, aber aber der ist sehr dezent. Man der ist also, sehr dezent, man muss genau Ja, das ist wohl wahr. Bis mitlesen. Jetzt hat den Hinweis außer mir jetzt noch keiner davor Nee. Entdeckt. Also immer erst danach, wo man sagt, ach so, das war's. Genau. Ja, aber so soll es ja. ja auch sein. Richtig, also ja. richtig klassisch. Von Anfang genau. bis Ende ein richtig klassischer Krimi mit allem, mit was einer da schrägen Hauptfigur. Dazu gehört mit einer schrägen Hauptfigur und mit einer Sensibilität für alle anderen Figuren, ja. inklusive des Täterin. Täterin. Ja, am Ende hat man schon einen kleinen Aha-Effekt, aber wirklich erst ganz, ganz am Ende. So soll es ja auch sein. Ist die Mizi von allen Figuren, von allen weiblichen, die du erschaffen hast, ist es die, die dir am nächsten steht? Kann man so nicht sagen. Alle meine Figuren haben tatsächlich was mit mir zu tun. Selbst die Männer, weil die Männer auch Anteile von mir, von meinem Charakter natürlich Logisch. Haben. Automatisch, weil ich es ja bin, die sie dann doch zu Papier bringt oder in den Computer schreibt. Die Mizi ist aber eine, die mir besonders am Herzen liegt. Ich glaube, das hat viel
mit dieser, ja, ich sag's, dieser alten Seele, mit dieser Herzlichkeit zu tun, die man aber trotzdem immer wieder schütteln möchte, auch ich beim Schreiben, und sagen möchte, tut das jetzt nicht oder wie kannst du nur? Aber natürlich habe auch ich meine Mitzi-Anteile, ich habe auch meine Agnes-Anteile und ich würde jetzt nicht sagen, dass sie mir die Liebste ist, weil alle meine Hauptfiguren mag ich sehr, sehr gern. Ich hänge auch sehr an der Villa, an der Leo, Dr. Leo sowieso und genauso ist Agnes Heinz Baldur und jetzt kommt im Herbst ja auch nochmal ein neuer Inspektor, diesmal wieder ein Mann dazu, da freue ich mich schon sehr, weil jetzt die Mörder-Mizzi nicht die einzige Krimi-Reihe ist, die dieses Jahr quasi weiterläuft, sondern es beginnt was Neues, was auch mit der Steiermark zu tun hat und das kommt jetzt im Herbst raus. Also es wird dann auch wieder parallel zwei Reihen geben, was ja meine Arbeitsmethode ist und mir wieder sehr entgegenkommt. Es ist ein Mizzi-Band fertig und dann kann ich mich wieder mit anderen Dingen beschäftigen, die aber auch mit Mord und Totschlag und Krimi zu tun also, haben. Also wir uns erwartet quasi eine vierte Reihe. Genau, eine vierte Reihe, die hat auch zu tun mit der Steiermark. Wahnsinn. Aber nur mit der Steiermark, Graz und die Steiermark sehr zentriert. Ein klein bisschen spielt natürlich Köln auch wieder. Ich wollte gerade sagen, ich muss einfach schon mit einer Prise Köln. Mit einer Prise Köln, das okay. Geht gar nicht ohne. Ja. Und da darf ich noch nicht so viel verraten, aber das wird Ende September rauskommen bei einem österreichischen Verlag, dem Benevento Verlag und die Mizzi läuft aber weiter. Also ich bin, das wollte ich jetzt auch unbedingt wissen. Wir werden so von dankbar. Der Mizzi hören. Ja, ich bin so dankbar und so glücklich, dass es so gut läuft und dass ich wirklich meiner Kreativität so im Überfluss Raum geben kann, weil das ist auch nicht selbstverständlich. Was ich allerdings nicht mehr machen kann, ist Theater spielen. Dazu fehlt mir wirklich die Zeit bei dem Schreibpensum. Ja. Ist aber in Ordnung. So als Ersatz habe ich ein bisschen meine Mordstheaterlesungen, denn zu jedem meiner Krimis gibt es ja einen Theater-Krimi-Abend, der immer speziell mit dem Krimi zu tun hat. Und, wo finden die statt? Querbeet. In Österreich, in Deutschland, in Köln natürlich. Jetzt am 11. Mai ist in Köln in Deutz, im Gemeindezentrum in Deutz ist da quasi die Köln-Premiere. Am 6. Mai in Aachen, in der Buchhandlung. Das und, Buch und wieso in nennst du das Theaterlesung? Ich nenne das Theaterlesung, weil es ist nicht nur eine Lesung. Das heißt, ich setze mich nicht nur hin und lese, sondern es wird gespielt. Aha. Es gibt immer so eine Beginnszene, wo ich die Menschen mitnehme. Meistens sind es sehr lustige Geschichte, die mit Österreich-Deutschland vermischt zu tun hat. Mhm. So auf eine Fantasiereise, die auch schon ein bisschen kriminell ist, immer auch ein bisschen was mit dem gerade aktuellen Buch zu tun hat. Dann wird natürlich viel erzählt. Du merkst ja jetzt schon, ich quatsch so viel. Ich quatsch an diesen Abenden auch viel. Super. Lese dann natürlich, dann gibt es dazwischen eine Comedy-Einlage, dann gibt es ein paar Erklärungen, wie das mit dem Schreiben funktioniert. Und am Ende gibt es nochmal eine Spielszene. Das heißt, es ist wirklich ein Theater-Krimi-Abend. Hast du denn auch vor, deine anderen Reihen weiterzuschreiben? Also die Mizzi auf jeden Fall. Da, wenn jetzt nicht, man muss ja immer dazu sagen, die Möglichkeit besteht ja immer, wenn es nicht zu lebensgefährlich ist für sie. Nein, ja, aber das darf nein, da machen wir nicht man mit. Man weiß es nicht da so machen genau. Wir nicht mit. Die Mizzi, die ist nicht sterblich, nein. Also sagen wir so, ich hätte gern noch mehr Zeit, um noch mehr schreiben zu können und werde versuchen, auf jeden Fall so die Reihen auch immer wieder mal weiter zu bestücken. Also auch und, die könnte durchaus sein. Zahnärztin dürfte noch mal. Das kann vielleicht noch ein bisschen dauern, weil jetzt ja noch andere Projekte anstehen. Aber die Ideen sind da. Also die Ideen, das ist. Ich werde oft gefragt, ob mir nicht die Ideen ausgehen. Ja. Tun sie nicht. Ganz definitiv nicht. Ganz im Gegenteil. Ich habe manchmal das Gefühl, ich habe gar nicht so viel Zeit, wie ich Ideen habe und könnte sicher noch mehr schreiben, wenn nicht auch natürlich das Schreiben eines Buches viel Arbeit und viel Zeit benötigen würde, aber das ist ja auch gut so. Also das gehört ja auch dazu. Behältst du deine Ideen alle im Kopf so nebeneinander oder schreibst du dir die auf? Ich schreibe die auf mit Notizen, weil es kann dann schon mal sein, dass man eine super Idee beim Spazierengehen oder so hat und wenn ich dann nach Hause komme, mache ich 3-4 Stichwörter und damit sie mir nicht abhanden kommt. Gut. Das ist schon ganz also ganz da wichtig. In dem Punkt bist du dann schon noch normal. Ja, so ganz auch vergesslich und so alles. Also so ist jetzt nicht. Ne? Also dass man so pro Jahr seine 2 Romane ja. in dieser Güte, muss ich jetzt mal sagen. Denn also Kriminalroman ist ja nie gleich Kriminalroman. Selbst in unterschiedlichen Krimireihen
eines Autors, einer Autorin kann es mir passieren, dass ich die eine toll finde, ja, und die andere nicht so. Absolut. Ja, aber ich muss sagen, obwohl du so schnell schreibst, ja, mit 2 Büchern pro Jahr, kann man von absoluter Güte, Spannung, Klasse, die sind durchdacht von Anfang bis Ende durchgespielt, sie sind witzig, sie bringen die Dinge auf den Punkt, du hast gleichzeitig eine, ja, du nimmst die Sachen schon sehr nah ran, also du fokussierst sehr stark, aber lässt dennoch beim Schreiben oder beim Formulieren eine Leichtigkeit zu. Ja. Das ist ein Gegensatz, der deine Krimis ausmacht, und das hast du durchgängig in all deinen Büchern. Ich bin völlig baff. Dankeschön, aber vielleicht liegt es auch an dieser unglaublichen Freude, mit der ich schreibe. Ja. Ich schreibe wirklich fast jeden Tag. Es gibt natürlich auch Tage, wo es einfach nicht geht oder man kann einfach nicht. Ja. Aber eigentlich ist es wirklich so, dass ich fast täglich schreibe, und weil es mir aber auch so Freude macht. Darüber bin ich aber auch sehr dankbar, dass ich, ob der Schauspielberuf das ist oder jetzt das Schreiben ist, dass ich 2 Berufe quasi habe, für die meine Leidenschaft brennt, für beide. Mhm. Auch wenn ich jetzt nicht mehr am Theater spiele, aber ich kann immer noch so kleine Rollen. Ich wollte gerade sagen, im Fernsehen sieht man dich ab und an noch. Ja, in winzigen Rollen. Ja, es sind wirklich kleine Rollen, aber es ist in Ordnung. Mir macht das riesigen Spaß. Ich nenne das immer Pipi-Rollen und sage dann immer bei meinen Lesungen, sage ich immer, wenn Sie das gucken, gehen Sie nicht auf Toilette, sonst haben Sie mich verpasst. Deswegen die Pipi-Rollen. Das war jetzt, das hieß Martin der Familie, das waren 2 Teile im ZDF. Mhm. Da hatte ich eine Frau vom Jugendamt gespielt. Mhm. Das war klasse, mit tollen Schauspielern, tollen Darstellern. Und jetzt wird es wieder dann Richtung Herbst, Winter wird es wieder was geben, wo ich auch eine Polizistin spiele. Mhm. Wieder eine kleine Rolle. Also die Sachen sind mir geblieben. Das ist auch ganz toll. Und eben die Theaterlesungsabende, wo ich immer noch diesen Kontakt zum Publikum habe. Und das brauche ich schon noch ein bisschen. Aber das Schreiben hat Überhand genommen und ist auch tatsächlich so mein Lebensinhalt geworden. Und ich schreibe auch überall. Ich schreibe beim Zugfahren, im Flugzeug, im Hotel, am Balkon, wenn ich wo zu Besuch bin. Und ich kann auch überall schreiben. Ich glaube, dass ich auch deswegen es schaffe, nicht jedes Jahr natürlich, aber hin und wieder auch 2 Bücher im Jahr fertig zu haben. Aber es gibt auch Jahre, wo nur eines geht, oder vielleicht mal ein Jahr, wo wirklich mal eine Pause ist. Es gibt also nie die Situation, dass du sagst, so, jetzt mache ich 2 Wochen Urlaub und fahre in die Sahara und werde kein einziges Wort niederschreiben? Nein, es gibt tatsächlich die Zeiten, wo ich auf Urlaub fahre, das auf jeden Fall. Aber auch da, ich habe immer meinen kleinen Laptop mit dabei, mhm, und es gibt immer den Moment, wo ich denke, weil auch da kommen ja schon wieder Inputs. Ich komme in einem Hotel an, ich höre schon wieder an der Rezeption eine Unterhaltung zu, ich sehe irgendeine kleine Szene, die sich abspielt, mhm, und habe schon wieder was im Kopf und denke, oh, das wäre doch jetzt gut, wenn da die Wendung wäre oder die Szene so laufen würde. Oder ich sehe auch Menschen, Charaktere, wie die sich geben, wie sie sich verhalten, und kann das sofort wieder in eine Nebenfigur einbauen. Das ist toll, das ist unglaublich toll. Und ich glaube, weil ich sehe das gar nicht als Arbeit an. Also für mich ist es ein Teil meines Lebens, was mir sehr leicht von der Hand geht. Unglaublich. Und das ist großartig, wenn man das sagen kann. Was ein Segen. Das ist, also wer sagt das von sich, dass das, was er jeden Tag tut, er so gerne oder sie so gerne macht, dass man gar nicht das Gefühl hat, davon mal Urlaub nehmen zu wollen. Muss ich wirklich ganz im Gegenteil. Was hast du für ein Glück? Ja, absolut. Ich bin wirklich ein Glückskind. Das finde ich auf jeden Fall. Isabella, bevor wir jetzt abschließen oder du uns eine ganz schöne kleine abschließende Lesung vorträgst aus dem Sensenmann. Du hast da ein Buch liegen, das ich noch gar nicht richtig wahrgenommen habe. Ja, ich habe ja so ein bisschen was mitgebracht, ja, und das hat eben mit Köln zu tun. Dann möchten wir noch gerne hören, was das ist. Genau. So. Ja. Die gruseligsten Orte in Köln, das ist ganz super. Kolleginnen und Kollegen von mir aus dem Krimi-Genre haben verschiedene Orte in Köln sich vorgenommen. So, ich bin da auch mit dabei und haben da sehr, sehr spannende, zum Teil auch sehr lustige Geschichten geschrieben, die aber immer so einen Gruseleffekt haben. Meine zum Beispiel spielt, hier schließt sich der Bogen zum Anfang, in St. Ursula. Ach. In dieser Knochenkammer mit diesen Totenschädeln. Und
Ich kann das nur empfehlen für jeden, der Köln mag. Er wird neue Ecken da drinnen entdecken, sage ich jetzt mal. Das passt jetzt sehr gut dazu, dass wir zu unserem Beginn, an dem wir Ja, uns ja. gefragt haben, warum denn wohl Köln zu so viel Mord und Totschlag Weil es hier inspiriert. sehr viele gruselige Orte gibt. Genau, da haben wir das passende Buch dazu. Wie schön. Ja, und da wir jetzt ja nun heute hier eine Profileserin, Profischauspielerin, eine Theaterleserin habe, Ja, genau. sozusagen, wollte ich dich gerne bitten, Isabella, kannst du uns irgendeine schöne Kleinigkeit, ich will ihn Ja. doch auch mal hochhalten, Mein allerneuesten Krimi. dein gerade geborenes Buch, Genau. genau. Mein Baby Nummer 12. Ja, du bist sehr Ja, fruchtbar, Isabella. absolut. Da haben wir den Sensenmann. Dann freuen wir uns jetzt riesig, dich in Aktion zu Und erleben. zwar kommen wir jetzt zu einer Stelle, wo es für die Mizi richtig lebensgefährlich wird. Denn natürlich ist sie wieder unterwegs auf Verbrecherjagd und sie ist allein unterwegs. Keiner glaubt ihr. Das ist das Naturell dieser Geschichte, die Mizi so oft erlebt. Und Mizi hat aber den richtigen Riecher und sie trifft auf das Böse in dieser Geschichte, muss man vielleicht sagen. An einem sehr einsamen Ort zusammen, irgendwo mitten in der Landschaft und ja, wo auch kein Handyempfang ist. Natürlich nicht, wie das immer so ist. An den allerspannendsten Stellen. Mizi kniet auf dem Trampelpfad, der durch die Landschaft führt. Dort zwischen dem Kuckerutzfeld und der Weide mit dem elektrischen Zaun. Unter ihren Knien die harte Erde, über ihrem Kopf die sich auftürmenden Wolken des nahenden Gewitters. Da, ein heftiger Blitz, prachtvoll und gespenstisch zugleich, wie er das Firmament überzieht und sich in einzelne Zweige spaltet. In ihrem Kopf beginnt Mizi zu zählen. 21, 22, 23, 24, 25. Der Donner folgt. Erste Regentropfen klatschen ihr ins Gesicht. Mit lauter Stimme und mit gefalteten Händen fleht Mizi jetzt ihr Gegenüber an. Bitte, ich bitte Sie vom ganzen Herzen, sagen Sie mir, wo ist die Agnes? Bitte, der nächste Blitz unterbricht sie. Die Regentropfen mehren sich. Diesmal dauert es nur 2 Sekunden, bis der Donner folgt. Der elektrische Zaun raschelt, der Wind nimmt zu und Mizi bettelt weiter. Ich gebe Ihnen auch einen Vorsprung, ein paar Stunden oder Tage, auch Monate, wenn Sie das so wollen. Ihr Gegenüber schweigt. Im nächsten Augenblick hebt sich ein Arm, schießt eine Hand nach vorne. Finger krallen sich Mizis Haare und reißen ihren Kopf zur Seite. Sie jault auf und plötzlich, ganz plötzlich ist ihr linkes Ohr in den Klauen des Gegenübers. Ein Quetschen, ein Ziehen, ein Reißen beginnt. Es ist ein Schmerz, den Mizi niemals zuvor erlebt hat. Als ob ein Messer in ihren Kopf eindringt. Sie will schreien, aber ihre Stimmbänder versagen ihr den Dienst. Stattdessen kreischt ihr Ohr ein glühendes Eisen, das sie brandmarkt. Und das Reißen wird stärker. Mizi wimmert, Mizi windet sich. Und dann, unerwartet, ist sie frei. Genau jetzt, jetzt, jetzt muss sie fliehen. Sie kommt vom Knien ins Stehen. Sie macht 3 Schritte zurück. Sie rutscht aus und fällt rücklings in den elektrischen Zaun. Neben ihr sprühen die Funken. Über ihr blitzt und donnert es gleichzeitig. Der Wind wird zum Orkan. Starkregen setzt ein. Mizi ist jetzt mitten im Weltuntergang. Allein. Und ihr gegenüber. Das absolut Böse. Dankeschön. Die Mörder-Mizi und der Sensenmann. Dankeschön. Ich bin jetzt der einzige Applaus, aber dem schließen sich alle unsere Hörer natürlich an.
Wenn ihr jetzt gerade in der Stimmung seid, noch ein wenig was von Isabella Achern hören zu wollen, auch wenn ich es spreche und nicht die Autorin selbst, dann bietet es sich jetzt an. Auf meinem Kanal findet ihr das Candlelight Dinner. Ja. Also Candlelight Dinner, Isabella Achern generell, ihr habt 12 Bände Krimi vor euch. Und ja, ich sage plus euch, so ein paar Anthologien und ja, die gruseligsten Orte in Köln. Also da gibt es einiges zu lesen. Also ihr kommt gut über den Sommer. Ja, würde ich jetzt so sagen. Ihr kommt gut über den Sommer, seid herrlich aufgehoben. Jedes dieser Bücher ist zu empfehlen und ich liebe die Mitzi. Dankeschön. Das freut die Mitzi, das kann ich jetzt in ihrem Namen so sagen. Isabella, tausend Dank. Gerne. Ich freue mich, wenn wir uns irgendwann wiedersehen. Ganz sicher. Bei einem Treffen hier mit euch, vielleicht auf der Buchmesse. Gerne. Schauen wir mal. Okay. Und alles Gute und schreib so weiter. Ich hab's vor. Dankeschön. Danke. Liebe Grüße. Danke euch und bis bald. Tschüss. Tschüss. Isabella, gehst du schon? Ja. Ich habe was vergessen. Ui. Ich habe vergessen, dich nach deinem Lieblingsbuch zu fragen oder nach dem Buch, das dich ganz stark beeinflusst und auch bereichert hat. Oh, also Lieblingsbücher habe ich ganz, ganz viel, überhaupt lese ich wahnsinnig gern. Lass mich kurz überlegen. Ja, ich kann es eigentlich. Aus der Pistole geschossen, das passt zum Krimi, sagen, ich liebe Stephen King. Ich habe bereits mit 13 begonnen, Stephen King zu lesen. Und ich glaube, das Buch, das ich am öftersten von Stephen King gelesen habe, war Friedhof der Kuscheltiere. Wow. Und Stephen King hat mich auch sehr, sehr inspiriert. Aber natürlich auch viele andere Krimi-Autoren. Darf ich jetzt gehen? Jetzt darfst du gehen. Ich danke dir. Tschüss.